Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt der Spielebrauerei mit dem Titel Shank. Jetzt mal vorne rein. Wir müssen jetzt nachkommentieren, deshalb wird das alles nicht so synchron und flüssig sein. Ja, richtig. Weil ja, wir haben Shank aufgenommen. Ich bin auf dem Desktop zurückgeswitcht und was meint auf einmal Outer City zu mir? Ja, Merp-Programm reagiert nicht mehr und unsere Dateien sind flöten gegangen. Deshalb an dieser Stelle wird nachkommentiert. Jo, genau. Wie gesagt, wir haben quasi blind gezockt, wir haben nur das erste Level mal ganz kurz uns angeguckt. Wir spielen jetzt momentan mit einem, also der Bartek mit einem PlayStation 2 Controller und ich mit einem Xbox 360 Controller. That's right. Da das Spiel auf Tastatur wirklich definitiv nicht spielbar ist, außer du bist der flinke Finger, der auch sich gerne mal zwei Finger beim Spielen bricht. Das ist Standard, ey. Also ich habe nur noch gebrochene Finger, ich habe mir auch die Gelenke rausnehmen lassen, damit halt alles besser lübt. Nee, also wie gesagt, an dieser Stelle definitiv ist ein Spiel, wenn ihr Joypads habt, ist es wohl am geilsten, auch allein durch den Koop-Modus. Ja, ein lokaler Koop-Modus halt. Ja, lokaler Koop-Modus. Haben wir auch nicht mehr so oft, ne? Ne, gar nicht mehr, in der heutigen Zeit. Nein, hat er gar nicht. Ja gut, aber hat ja auch nicht jeder einen Controller und sonst so zu Hause und hat Freunde, mit denen sie sich treffen können. Die meisten Leute in unserer Umgebung haben ja auch nur noch Internetfreunde, weil es wahre Freunde gibt in der heutigen Zeit ja nicht mehr. Ja. Da entwickeln wir uns ja gerade hin. Wir? Nein. Sie. Die Gesellschaft. Sie. Die anderen. Ja, hier kurzes Intro. Das breche ich aber gleich ab, weil es asynchron geworden ist. Ja, richtig. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, da fängt es glaube ich an. Ja. Genau. Das ist so, wenn man sich die vorstellt, diese japanischen alten schlechten Filme, wo da du siehst, der Typ labert. Bewegt seine Lippen auf das Schärfste, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Und dann kommt der Tod. Ah, hier starten wir halt. Bartek, der spielt und. Shank. Genau, den Shank. Und ich bin der ganz links gerade steht, der. Wilde Mexikaner. Texican. Yeah. Der Bodenfresser. Der Bodenfresser, der keinen Namen hat, oder zumindest wissen wir den Namen nicht. Hat nicht aufgepasst, ganz ehrlich. Ja, kann sein, dass es ein bisschen chaotisch wird. Also wir haben auch beim Zocken das ein oder andere Mal die Übersicht verloren über unsere Charaktere, weil es teilweise echt hart zu gewuselt ist. Aber wir haben hier zur Auswahl einmal die Pistols momentan und Nahkampfwaffen, also diese Dolche würde ich jetzt einfach mal sagen oder kleinen Messer und zu einem noch die Kettensäge. Ja, Chainsaw Massacre. Richtig, aber wir bekommen im Laufe des Games noch mehrere Waffen und andere Nahkampfwaffen, die wir dann halt switchen können. Und Granaten haben wir natürlich auch. Zum einen, wie gesagt, die Pistolangriffe, die Nahkampfangriffe mit den Messern, dann den Nahkampfangriff mit der Chainsaw und Granatenwerfen. Und es gibt danach noch verschiedene, wenn man die Gegner greift. Also zum einen kann man sie dann mit den Messern attackieren, wenn man sie gegriffen hat. Mit zum der Chainsaw. Anderen mit der Chainsaw oder mit dem Knarren. Es gibt auch Tag-Team-Griffe. Das heißt, ich greife ein und dann greift mein Partner Nexus den gleichen Typi. Und dann gibt es dann halt so eine Koop-Wrestling-Show-Einlage. Genau. Ihr werdet ihr auf jeden Fall im Verlauf des Videos dann auch sehen. Ich merke gerade, wir haben viel, viel, viel mehr Zeit, um zu labern, wenn wir nicht am Zocken sind. Ja, also definitiv. Das ist, ne, wir labern euch jetzt hier voll die Klinke an den Backe, als wären wir irgendwie auf den übelsten Speed-Drugs. Aber ja, wir wollten das nicht nachkommentieren. Wir wollten nie in unserem Leben nachkommentieren. Und ich weiß auch, echt. Es fällt mir auch sehr schwer, mit das nachkommentieren. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich werde auf jeden Fall jetzt meinen Rollenspiel an dieser Stelle kurz einbringen. So ein bisschen Elan. Ja, ja! Ja, ja, ist der tot? Ja! Komm, komm! Ja, oh, haben wir sie besiegt, ja. Also. Naja, das wäre der Elan gewesen, wenn wir am Spielen gewesen wären. Nein, ich glaube, nur du gibst dich so, Crank. Naja gut, ihr werdet auf jeden Fall sehen, dass jetzt quasi die ersten zwei Missionen in zwei YouTube-Parts gesplittet werden. Und spätestens ab dem dritten Part und in der nächsten Mission wird es wieder synchron. Wir werden wieder live mitkommentieren, nicht nachkommentieren. Lag jetzt einfach nur wieder an Fehlversagen von Programmen, die umsonst sind, weil wir nichts Gutes haben.
Ja. Und so Technik lässt sehr zu wünschen übrig. Hier an dieser Stelle, ihr könnt uns eine PN schreiben. Wir geben uns eure Adresse, E-Mail-Adresse etc. Ihr könnt uns auch gerne Programme sponsern. So ist es ja nicht, oder? Ja. Ja, trotzdem ganz kurze Infos, um mal wieder die Cojones auf den Tisch zu legen. Bam, Balls of Steel, mein Freund. Das klackert richtig. Boom. So, ja, wir haben eine längere Drehpause gehabt. Das liegt daran, dass ihr mitbekommen habt in den letzten Videos, haben wir die Probleme gehabt, dass wir auf dem Flugzeughangar gespielt haben, beziehungsweise ein Helikoptergeräusch im Hintergrund war. Daraufhin haben wir uns heute ein neues Standmikro geholt, wo die Soundqualität ihr schon hören könnt. Im Gegensatz zu vorher wirklich godlike ist. Ja, also es ist kein Hubschrauber mehr da und auch ansonsten irgendwelche Nebengeräusche sind fast eliminiert. Wir sind relativ zufrieden damit. Und ja, um direkt weiterzukommen. Wir wollen natürlich auch Spiele jetzt let's playen, die ihr gerne sehen wollt. Weil wir haben ja Vault of Steel. So. Katsching. Nur wir haben uns jetzt wirklich Gedanken darüber gemacht. Also wir machen es jetzt definitiv so. Ihr sagt uns irgendeinen Titel. Egal ob wir den haben oder nicht haben. Ihr sagt uns, wir wollen Brink sehen. Haben wir zum Beispiel nicht, ja? Oder wir wollen Star Wars The Force Unleashed 2 sehen. Oder wir wollen Dead Space 2 sehen. Ihr sagt uns irgendeinen Titel, den ihr gerne Let's Play haben wollt. Solange es kein Strategiespiel ist, ist es kein Problem. Gibt uns maximal eine Woche Zeit. Wir kaufen uns das Spiel, fangen mit den Let's Plays an, stellen sie ins Netz. Ist gar kein Problem. Wie gesagt, wir richten uns da quasi echt nach euch. Alles, was wir haben, wenn ihr das Let's Play haben wollt, Let's Playen wir quasi instant. Und sonst innerhalb von einer Woche kaufen wir uns das Spiel. Ist gar kein Problem. Kommt also was jetzt wirklich aktuell bei mir momentan liegt, ich habe mir jetzt zwei oder drei Spiele importieren lassen. Das wäre Dragon Age 2, das wäre Dead Rising 2, Prototype wäre das zum einen. Na, das waren jetzt die initiierten Spiele, also die man so in Deutschland jetzt nicht bekommt, so wie also Dragon Age 2 ja, aber Dead Rising 2 nicht, genauso wenig wie Prototype, sind initiiert, aber heißt nicht, dass sie der private Endverbraucher zu Hause liegen haben darf. Also die zwei habe ich mir jetzt geholt, haben auch ein bisschen reingeguckt schon, ja, weil der Nexus, der kannte zum Beispiel Dead Rising jetzt gar nicht, den habe ich jetzt mal ein bisschen gezeigt. War auch davon total überzeugt, denke ich mal. Also, definitiv. Es ist wirklich ein spaßiges Spiel. Es hat wirklich keinen harten Story-Tiefgang oder dergleichen. Aber es ist Metzeln pur. Es sieht wirklich gut aus. Es ist nicht der schlechteste Grafikstil. Vom Gameplay auch sehr einfach gehalten. Aber die Animation, wie man die Zombies auseinander nimmt, seine Gegenstände modifizieren kann und damit die Zombies auseinandernehmen kann, sind echt, ja, läuft, genau. Und was ich noch sagen wollte, wir waren am Überlegen, wie wir das machen, wenn wir jetzt, wir wollen, denke ich mal, auf einmal so 2 bis 3 Projekte laufen lassen. Wir sind halt noch am Überlegen, wir haben jetzt angefangen mit Splinter Cell, Double Agent und haben selber feststellen müssen, dass uns das überhaupt nicht liegt. Deshalb haben wir dieses Projekt jetzt erstmal hinten rangeschoben. Genauso wie Battlefield Bad Company 2, sagen wir es mal so, das stellen wir jetzt nicht hinten an, aber wir haben momentan so viele Titel zur Auswahl, die uns einfach besser liegen, wir haben einfach die falsche Entscheidung getroffen. Es sei denn, ihr wollt sie wirklich sehen, dann könnt ihr Bescheid geben. Ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn wir 2 bis 3 Projekte am Laufen haben, werden wir uns dann absprechen und gucken, wie wir das in den Wochentakt hochlaufen. Sagen wir mal Montag, Dienstag. Also Montag kommt eine Folge Schenk, Dienstag kommt eine Folge Schenk. Mittwoch kommt dann von mir aus Battlefield. Mittwoch genauso. Donnerstag, Freitag. Er hat ja zweimal Mittwoch gesagt, weil er nicht so wirklich mit dem Wochentag klar ist. Achso, ja, ist ja jetzt auch egal. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und Donnerstag, Freitag kommt dann zum Beispiel Dead Rising an die Reihe. Und dann haben wir halt einfach einen Zyklus, wo ihr euch auch einstellen könnt. Ah, gut, cool, mir gefällt jetzt auf jeden Fall Dead Rising ganz gut. Genau. Und Schenk nicht so. Dann guckt ihr halt jeden Donnerstag ZB, kommt dann Dead Rising. Darauf könnt ihr euch einstellen. Und wer da wirklich dann Spaß und Gefallen daran gefunden hat, könnt ihr dann jeden Donnerstag und Freitag einschalten quasi. Und euch die Let's Plays angucken. Garantiert wird halt nicht, dass wir jetzt Donnerstagmorgen um 10 Uhr das Video hochladen, dass ihr wirklich mittags da sitzen könnt und sie angucken. Je nachdem, wie wir arbeiten, wie wir Zeit haben, wie wir Bock haben.
Natürlich. Aber wir werden das auf jeden Fall so eine Art Fernsehzeitung machen. Wir werden auf unserem YouTube-Kanal auch noch kommentieren, quasi welche Spiele jetzt momentan on the road sind, ja. Also der Splinter Cell ist definitiv erstmal auf Eis gelegt. Ja. Sollte das Feedback von euch kommen, dass ihr definitiv mehr davon wollt, werden wir es reanimieren, auch mit dem Ungenügen, was wir dabei haben werden. Aber werden wir reanimieren. Ansonsten wird Schenk auf jeden Fall jetzt einen großen Platzhalter finden. Ja, was heißt groß? So umfangreich ist das Spiel ja leider auch nicht. Aber es wird erstmal auf jeden Fall jetzt durchgespielt, definitiv. Ja. Und ja gut, was dann noch so kommt, ich denke mal Dead Rising 2. Ja, Dead Rising 2 wird aber auch, so wie ich das jetzt so mir überlegt habe, weil ich es mir zugelegt habe, schon ein bisschen reingezockt habe, Dead Rising wird jetzt nicht so ein Projekt sein, was einen roten Faden durch unseren YouTube-Kanal finden wird, weil, wie gesagt, Story-Tiefgang ist nicht so hoch. Mhm. Ja, also wir müssen mal gucken. Ja. Also wir werden auf jeden Fall uns entscheiden. Schenk wird ein Projekt davon sein. Schenk definitiv. Also Schenk steht auf jeden Fall in den Startlöchern, genau. Wird durchgezogen. Schenk ist das erste Projekt. Das zweite Projekt ist sogar das, was ihr per Wahl habt. Das könnt ihr wählen. Das zweite Projekt, was definitiv immer mitläuft, wählt ihr selber. Genau. Sagt ihr, was ihr haben wollt, kriegt ihr. Das dritte werden wir uns noch aussuchen, werden es dann zu gegebener Zeit bekannt geben. Richtig. Und dann werden wir auf dieser YouTube-Seite ungefähr einen Sendeplan wie im Fernsehen, genau, hinschreiben in dem Kanal, wann ihr welches Video Montag bis Freitag, genau, erwarten könnt. Und dann könnt ihr es halt wirklich wie im Fernsehen machen. Ihr mögt irgendeine Serie, die ihr gerne guckt. Klar, wenn ihr jetzt alle drei Spiele, die wir dann quasi Let's Play, umso besser, natürlich, wollt, freut uns. Könnt euch alle angucken, Feedback und so, kein Problem. Und sollten da ein, zwei Sachen nur sein, die ihr sagt, oh, das will ich sehen, hier, Schenk ist gar nicht meins, aber oh, Brink ist total geil. Ja, kein Problem. Schreiben wir dann hin, dann wisst ihr, wann ihr gucken könnt. Und ja, falls ihr bessere Ideen für eine derartige Umsetzung habt, natürlich auch Feedback. Natürlich, vom, ne? Feedback werden wir auf jeden Fall leben, ne? Definitiv, also bevor ihr jetzt einfach euch hinsetzt und sagt, ah oh, ne, das ist mir zu blöd, das ist ja total kacke, das sind zwei Spaß, jetzt habe ich keinen Bock drauf. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, nehmt euch eben kurz die zwei Minuten, schreibt uns, was euch nicht gefällt und wie wir es verändern können. Vielleicht findet man da auch einfach eine gute Lösung, auf die wir gerade einfach nicht kommen, weil bis jetzt das, was wir gerade als Lösung sehen, ist auf jeden Fall dieser Sendeplan. Ja gut, jetzt mal wieder ganz kurz zurück zu Cenk. Ich habe gerade eben meinen Kollegen Bartek reanimiert und jetzt muss er mich reanimieren. Ja. Das ist halt immer klar, wenn einer stirbt, kann man den anderen zum Glück instant wieder reanimieren, sobald man über ihn läuft und die Schlagentaste drückt. Nur wenn beide halt sterben, dann ist halt vorbei. Man hat ja auch keine Continues oder dergleichen, man steigt einfach auf letzten Savepoint ein. Ja. Hier seht ihr auf dem Schenk, also mir, dass ich die Minigun aufgehoben habe von diesen großen, klobigen Typen. Die kann man halt auch benutzen, wie man sieht, aber sobald man springt, lässt Schenk die fallen, beziehungsweise unsere Mexicano. Also die ist wirklich rar eingesetzt, aber auch dafür sehr imbar, wie man sieht einfach. Ja. Genau zum Artwork, also wie gesagt, das Artwork von Schenk hat es mir echt sehr angetan. Mir gefällt einfach die Umgebung. So diese kleinen Details rein, mit diesen Leuchtreklamen, der Mond im Hintergrund, die Städte. Ich finde es sehr geil. Es erinnert mich irgendwo, nur mit Farbe, an Sin City ein bisschen leicht von diesen Zeichenstil. Definitiv. Also wer Sin City, den Film natürlich kennt bestimmt einige Leute, aber ich meine Sin City im Speziellen halt, der Comic erinnert mich sehr stark daran. Dadurch bin ich eigentlich auch an Schenk gekommen. Also ich habe es mir angeguckt, den Trailer zu Schenk geguckt, von EA auf jeden Fall ist das Game. Jetzt so mal am Rande reingeworfen. Hat mir echt, echt gut gefallen. Ist mal was ganz anderes, mal wieder. Sehr geil, sehr geil. Ja, wie gesagt, das ist ein Steam-Game. Ihr könnt euch das bei Steam kaufen. Wir haben jetzt, glaube ich, 15 Euro haben wir jetzt bezahlt. 14,99 war das, glaube ich. Zwischen 10 und, also ich glaube, wir haben 14, 15 ja, Euro gezahlt. Und wie gesagt, also habt den Joypad zu Hause, mögt diesen Sin City Style und am besten habt ihr noch einen coolen Kollegen, der halt mit euch spielen will. Lokalen Koop-Modus, super. Also genial. Dann, ne, wirklich, schließt euch ein Wochenende ein, ja, und gebt's euch, ballert's euch, holt euch eine Tüte Chips dabei.